Wir sind ja angekommen in Semalka, wurden toll begrüßt und sind ja dann nach Derik gefahren. Und in Derik waren wir dann bei den internationalistischen Freunden untergebracht, in der Kommune. Das war für uns im Grunde fast eine Wiederkehr in die Jugendzeit, weil wir ja schon lange nicht mehr mit vielen jungen Menschen unter einem Haus leben, unter einem Dach leben. Und ja, das war sehr schön, sehr interessant und ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber gut, das ist alles nicht schlimm. Es hat Freude gemacht. Entschlossen, den Spuren unseres Kindes hier auch in Rojava zu folgen. Wir wollten das Land kennenlernen. Wir wollen die Menschen kennenlernen, die Konstantin kennengelernt hat. Wir wollen das sehen, was auch er gesehen hat. Und damit meine ich nicht nur die Landschaft, sondern die Idee, die auch dahinter steckt. Dbeje, emneha hatine Rojava, shibu em Rika Shehid Andok Bishopinen. Em doch was in Hemji Velate ku Shehid Andok weg Velate Hoy Kabulker, em doch was in We Velate Nasbekim, ama Herizide em doch was in Gele Widere em doch was in Nasbekin. Em doch was in We Gele ku Kurime Nasker, em doch was in Wana Nasbekin, Ushibelwe im Neha hatten Rojava. Ume Birjareke da, me Gott, em doch was in Tekushina Shehid Andok, La Almania, Bure Basenhoe, Berdewambekin. Eine Heimat, die er sich selber gesucht hat, möchten wir auch, falls es irgendwann dazu kommt, Konstantin hier auch beerdigen. Wir denken, auf einem Shehid-Friedhof wäre er in sehr guter Gesellschaft und er würde sich dort wohlfühlen, kann ich das so sagen? Mhm. Dwije Shibeko M Zanen Shehid Andok Rojava Vek Velatehwe Kabulkir M Dhwazen Kurihwe Virbin Achbekin M Dhwazen Tirbeke Vir Ababekin Wem the Fikerin Ku Shehid Andok Bhwe Hwestbu Le Shehid Lik Le Rojava Bila Tirbewe Virbe. We Khabate Pur Girink Dinerchinen Chima Shibeko M Nehasha Almania Hatine Le Almania Mukhabin Sazieke Usanine Yani M Tenene Usa Zede Rechestin Buin Germanine Ama Karo Khabate We M Nerche Yani Shmera Buye Nerche Ke Purmezin M Pur Giringi Bidin Karewe Wem Pur Yani M Dukhwasin Ristaria Khoji Le Hemberi We Nisham Bidin. Nave Min Thomasee. Ich bin der Papa von Andok und wir reisen ja jetzt seit 2 Wochen durch Rojava und haben viele Familien kennengelernt, Shehid-Familien, und besucht und
freuen uns auch, ich freue mich auch heute hier zu sein, weil wir erfahren und fühlen, dass wir als Schehid-Familien eine Familie sind. Der Bischof Navemin Thomas ist Bave Schehid Andokim. Emneha, du Heftian, im Hatten Rojava, um ein paar Malbatten Schehid am Menaskir. Und ich schaue mir, ich habe ein paar Gering, Chima, Schibeku, im Histikin, im Hemu, Bune, Malbatteke. Yani em tevli malbata ve bun hunjina ha bun malbata me em yek malbata. Agala ki ishu zahmeti kisha u au ishu zahmet ishi shitterora u de diyaya da hata konkurin sir akha wala tima. Zaru ki awal ish bulma gara gani kirin. Mara adil kardar kirin. Au sade zahmet iyi mabhadra da maskeri. Shihid namirin. Shihid namirin. Wir konnten überall diesen Schmerz spüren und sie haben unseren geteilt. Und so verschieden wir auch sind und wir kommen alle aus verschiedenen Kulturen, aber das hat uns geeint. Dass wir konnten es mitfühlen und sie konnten es mitfühlen, dass wir über den Verlust unserer Liebsten sehr traurig sind, dass wir sie in unseren Herzen tragen. Und ich bin so froh, die Bilder auch von den anderen Vermissten gesehen zu haben. خواهم که خوشم به هدنا و وگوین دزانن وگ معلباتین شهیده و طایبت شهید آندو که او نرخین هری پیروزن جبر شهید خودی برهمین آزادیان مروفانن جخواه امد بیجن دما شورشا روژاوا دست پیکر و مروفین وگی شهید آندو تیدا بشدار بینو بسر ایخستن طایبت جبوی خباتی می چاندو هنر در سردم رژیم و سیستم دا امل راستی گلگ اشاد هاتن و اشکنجه و گرتن و هر وها لی به کداوا شهیده و دسکتی و شورشه ام با آزادید کارن خبات خواهی چاند و هنری بی از ترجمه بکیمش بو مرمده در فرون زخت also die شهید haben für uns vor allem auch diese Bedeutung, dass wir durch sie, durch ihren Kampf und auch dadurch, dass sie alles gegeben haben, auch ihr Leben gegeben haben, dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, so frei zu leben. Also dass sie uns dieses Land erkämpft haben, ist für uns sozusagen jetzt, bereitet uns den Boden für das Leben und für die Arbeiten. Er sagt zum Beispiel, unsere Arbeiten, unsere Kulturarbeiten, zur Zeit des Regimes war halt immer versteckt. Also wir haben halt immer sozusagen im Untergrund unsere Arbeiten geführt. Wir haben uns mal bata Shahid Andok bahat nawa am kev khoshin dilem shay jibahin mal bata mena. Iro roj ava malawaya kichige. Hami mal bata roj ava malay wanen. و همی نفش و زاروگ و خورتین و زاروگی مالواتا شهید اندوکی. Der Freund sagt, also ihr seid unsere Familie, ihr seid eine Schehid-Familie, deshalb seid ihr wie die Eltern unserer Kinder und unsere Kinder sind eure Kinder. Wir hoffen, dass ihr das auch so seht, also dass wir eine große Familie sind. Und Rojava ist genauso euer Ort, wie es auch unser Ort ist. Und ein weiteres Mal begrüßt er euch und sagt willkommen. Hier war ich. Ja, ich euch wohl. Ajaba, der Fethem, so der war ein bisschen hinki begehren. Ich habe gerade gefragt, ob wir uns das mal draußen anschauen. Ja, sehr gerne. Ah!
der folgenden Tage hatten wir einen Ausflug gemacht zu den Kocha, zu der Nomadengruppe Kocha. Das war ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Das hat mich sehr emotional berührt. Sie haben uns etwas über die Kultur erzählt und wie wichtig es ist, gerade auch mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten, um diese Kultur auch zu bewahren und um sie weiterzugeben. Und sie haben ein Dengbesh an uns weitergegeben. Sie haben das so schön gesungen. Ich habe einen Moment lang die Augen geschlossen und dachte mir, ach, es wäre jetzt so schön, ganz alleine mit diesem Gesang irgendwo zu sein, weil er mich so mit in die Weite, in die Landschaft gezogen hat. Und das hat mich sehr berührt. Auch dieser Tanz, der uns dann gezeigt wurde, und den ersten haben wir auch mitgetanzt, fand ich für mich sehr schwer, aber ich habe es total gerne gemacht. Und da ist mir sofort aufgegangen, warum es wichtig war, dass Konstantin weggegangen ist nach Rojava. Denn er hat uns geschrieben, er möchte ja einen Platz sichern für diejenigen, die wiederkommen. Ein Platz zum Leben. Und Leben und Kultur und Geschichte gehören für mich zusammen. Und Konstantin hat geholfen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Sprache ganz offiziell zu sprechen, zu lernen, wie man sie richtig spricht und schreibt, wie man zusammenwebt und in Gemeinschaft leben kann, ohne Angst. Also von daher hat Konstantin und natürlich so viele andere jeweils sein Ziel erreicht. Kocha, von den Kochern gehört hatten, dass die Türken ihre Kultur zerstört hatten und das Wandern von den Chudi-Bergen im Sommer zu den Ebenen im Winter nicht mehr möglich wurde und dadurch ihre Kultur massiv zerstört war. Und wir fanden es beide, um nochmal auf den Besuch bei den Kochern zurückzukommen, sehr wichtig und total klasse, wie sich bemüht wird, die Kultur dieser Menschen zu erhalten, zu pflegen und auch an die Jüngeren darzustellen. Nichts ist wichtiger, dass die Jüngeren wissen, wo die Älteren herkommen, weil ein wichtiges Merkmal nach unserem Verständnis, damit Menschen auch friedlich zusammenleben können, ist es, dass sie ihre Identität kennen und pflegen dürfen. Deshalb ist der Kampf der Kurden um ihre Identität und ihre Sprache und alles, was sie ausmacht, richtig. Um nochmal auf die Erinnerungskultur zurückzukommen. Für mich sind diese gefallenen Friedhöfe sehr wichtig, weil ich mit eigenen Augen sehen kann, dass sich geradezu in rührender Weise um die Gräber gekümmert wird. Sersena Serchava hatte den Amok Marajin, das Pika Shura Shit hat die Avakirin, der Hazabu Yazda. Marajin hat Avakirin, der Herr Marche Sireten. Also ich habe sie gebeten, ein bisschen über die Institution zu erzählen. Sie meinte, das Frauenhaus wurde zum Anfang der Revolution aufgebaut, in 2011, in der Region Gisda, also in der Region, in der wir gerade sind. Zunächst möchten wir danken, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns über Ihre Arbeit zu erzählen. Und wir danken Ihnen auch über Ihre warmen Worte unserem Sohn gegenüber. Konstantin
ist in dieses Land gekommen und ist für dieses Land gestorben. Umgekehrt, und das werden wir halt auch nicht vergessen, kämpfen sie gegen Daesh und wir haben mehr Sicherheit in Europa. Das dürfen wir nie vergessen. Bé, de sèrie da, hem espacial vet quen co va hem peixvasi quen o go teneu taibet derbare curime o sa dilime germ de quen hem espacial vet quen. Ve curime hatie vi velati, jani khoa da vi velati, bas haman da me da hunji tekoșine ki de meșinen, taibet tekoșina galiwa le digi daishe, ne tenê ji bo vî welatî giring e, ji bo Ewropa jî giring e. Ji ber Daesh bûre were seknandin, wê nikare here Ewropa. Çend cara Daesh li Ewropa çalakiya kir, însan jî jiyana xwe ji dest dane. Ji bo navê ev şerê vir û tekoşîna vir li dijî Daesh e pir pir giring e ji bo me jî. Ich finde es toll, ihr macht eine tolle Arbeit. Nu care ti pe pirus. Wo am jipet hef khoshin. Daika shahida daika mata. Eine weitere Station in Raqqa war die Frauenorganisation Zenobia. Wir wurden auch dort herzlich begrüßt. Und es gab eine sehr ausführliche Darstellung der Arbeit dort. Und ich war so erstaunt und so beeindruckt, was die Frauen dort in dieser kurzen Zeit alles auf die Beine gestellt haben. Sie sind erst zwei Jahre in der gemeinsamen Arbeit und haben sich ein Leitbild erstellt, eine Zielbestimmung. Sie haben sich eine Organisation gegeben und bereits viele verschiedene Filialen in anderen Städten aufgemacht und Frauen gewonnen, dort eben mitzuarbeiten. Sie haben verschiedene Arbeitsgruppen, Komitees gebildet zu Gesundheit und zu Kultur, das sind jetzt die neuesten, aber auch natürlich zu Bildung. Was war noch alles? Es sind auch neue Arbeitsgruppen im Entstehen. Das war zu Gesundheit wird zum Beispiel eine neue Arbeitsgruppe geschaffen oder ist in Gründung und zu Kultur. Und was wollte ich jetzt sagen? Schnitt. Es gab keine Aspekte, keine weiteren Überlegungen, die ich hätte dazu steuern können, weil ich den Eindruck hatte, die Frauen haben schon so viel bedacht und sie waren so überzeugt von ihrer Arbeit und sie waren so in einem guten Move sozusagen. Ich hatte das Gefühl, die Gruppe, die wir dort getroffen haben, die passte gut zusammen. Und ich war einfach, ich weiß nicht, mich erfasste so ein Stolz auf die Frauen, dass sie so gut aufgestellt sind. Und irgendwie fühlte ich mich wie eine Schwester im Herzen. Ich fühlte mich ihnen so nahe. Das fand ich einfach wunderbar. Als Mann fiel mir im Grunde nur dazu ein, dass man da sagen kann, diese Frauen erfüllen den Ruf Jinjian Azadi mit Leben.
internationalen Also Sie sagen es auch noch mal. Empräratene hamu havalan u betaybet malbati mei shehidatkin und hamu ser sara u ser chavahatne. Anhaji we malbata shehid andok achabtena khwabiken. Dankeschön. Dembash comrades and people of Rojava and Kurdistan. It is an honor for us to speak to you on Internationalist Shehid Memorial Day. Dembash gelebeşeva Kurdistan, Dembash hevaleme. De Rojava biranina şehidin internasyonaliste şubumin rumetekimizin ku espeşeve bafım. De yeke ilone duhe saruşansdeyan, de Rojava aşitiya çihanede Kurme Konstantin der Basi Rojava bu. Demakohin de Balafer de bu, şimera nevisi. Es hal dedim ku Ali Kariya kesin ku ne karın berevin, şibeku nersinore Türkiye tin gulibaran kerin. Yenku bir yardane ku biminin u yenku riviya neşi, şibuku liçiye huye vegerin bikim. Konstantin tevli yepege bu, şibule hemberi da şer bikim. Konstantin bu heval andok çotkar. Şibo her hevale ku andok çotkar windakir emji giriyan. Me gelek veneyin heval andok bu hevalen huera ditibun mina ku em bukhoe banan naskribam. Bu kere kuri huye me Rojava bakur uruşilat-i Suriye naskir. Em fer bun gel çava le virşiyan dike. U çava dibin dagirkeriye daş, çeteyan u Türkiye eştikşinin. De hemen demede tefi gelek xeteri u ne diyaran em fer bun çi his u irade heye. Şibu me vek malbat tişta heri xoş bu ku em bikarin şunu ve kuri xo hem bez bikin. Şibu vi u şibu me gering bu ku em karbin şera bixo bejin u nişan bidin ku em çi xas bivi u bidil sosiya vi ser bilindin. Her uha me karibu şera bejin ku em kif xoşiya vi his dikin Kule Rojava velateke nuditie. Our son is dead. Wounded in Serikanye, Turkey had killed him and other wounded Hevals with a bomb. The nosde chodmea hesaro nosde ande, nucea heri khrab, aku me dekaribu khayal bikra gehishme. Kure me shehiket. Le Serikanye brindarbu, Türkiye auch Uhevalendin in Brindal bebombeke kuschte. For being with us. You were a very special person, a fine fellow. You are with us every day. Em spastikin Konstantin, tu bemerabu, tu kesiki taybetbu, hemaliki başbu, tu herrush bemeraye. Spas, şibugere Rojava, yeheja, ku ando denavahuede kabulkir, U veke vi kabul kir, ve yeke au pir kefaş kir. Em ve hemuyan hembez dikin, u li ser reya xwe biminin. Em hinci dikarin jwe gelek tiştan fer bibin. Şehid namirin. In diyari ekime jibo malbata şehid andur jihene. Ja, wunderbar, danke schön. Solidarity forever. Solidarity.
Also berührend war denn wirklich die Rede, die Ute auf Englisch vorgetragen hat zu Anok, zu und die dann von einer Freundin auf Comanche übersetzt wurde und in der Konstantins Leben nochmal und was er getan hat und warum er es getan hat, den Menschen nochmal erklärt wurde. Und es war einfach wunderbar, weil da auch wieder Bilder entstanden im Kopf und vieles wieder präsent wurde. Und die Rede war natürlich auch verbunden mit einer Botschaft. Und die Botschaft ist, dass die Schehiden und die Umstände, wie sie Schehid wurden, niemals vergessen werden dürfen, auch im Laufe der Zeit. Aber da sind wir, wie wir die Reise erlebt haben, wie wir die Malbata Schehidan erlebt haben, sicher, dass in Rojava Schehids niemals vergessen werden, weil sie Bestandteil des Lebens sind. Und so muss es auch sein. Daraus schöpft man Kraft und wird auch ihrer Arbeit gerecht, die sie geleistet haben. Was mich persönlich total beeindruckt hat, das ist jetzt was ganz anderes, wie total, ja, es klingt vielleicht doof, schick, der Freund aus Derik, der die Moderation gemacht hat, sich in kurdischer Kleidung präsentierte und die Freundin, die sich auch in kurdischer Kleidung präsentiert hat und durch die Veranstaltung geleitet hat. Die sahen beide total toll aus und das war klasse. Das hat mich beeindruckt. Ich fühlte mich reich beschenkt, weil ich wieder gesehen habe, wie viele Menschen sich Gedanken gemacht haben, uns glücklich zu machen, uns eine Freude zu bereiten. Wir bekamen tatsächlich Fußballtrikots aus Raqqa im Andenken an Konstantin. Wir bekamen ein Bild auf Holz gebrannt von Konstantin, Shed Andok, der Standhafte. Das war sein Kern vielleicht. Und ich fand es sehr schön, Konstantin im Hintergrund zu haben. Ja, wahrscheinlich in Lebensgröße. Ich war mit meinem Konsti auf einer Bühne, ich war mit ihm zusammen. Ja. مرحبا بوظي أداري لفيدكي بري نوزده صالة نوزده صالة بري أنا لفيدكي بنافرة دتي مادة آلي قري دتي مادة شرو ناكوكي يقدر كت سياسة قوغة ريجيم بنافرة كرد وعربات هرب بردوام ناكوكي يتشيك بردوام كر حطا دحزار وشارة ديزي بوليتيك ديز ريجيمز hat bis 2004 angehalten, um immer diese Widersprüche zwischen den Völkern zu schaffen. Chima be taybet de 2004 de avaya chebu jiber duwe demede le bashuri kurdistani rejima bas asadam hat ruhandin u federaliye ta bashuri kurdistani hat raghandin we deme jaregdin rejima suri waqtir sakeser khodid goge edi kurdi rojava kurdistani ji serira. Warum 2004? Ja, weil das so weiterging. Und 2004 ist ja in Südkurdistan diese Regionalregierung geschaffen worden. Bashur, ja, und das hat für das Baas-Regime eine neue Angst geschaffen, ob sowas hier vielleicht auch passieren wird. Ja. Deswegen musste 2004 nochmal die Politik hier sich auch verändern, um diesen Status auf jeden Fall unmöglich zu machen. سدما ويناجي او بو دخوستن بو قبيجن اي دي اي ما ام دستي ما دخل كرنا كردات سنية ليقري هريمي خوفة كرد وعرب خوفة تفدي كابن ياجي خوفة ناكو كنا براوانا هي جبو ويناجي بيلانك جبو وينا داني دوي روجي دي ساعات دوي نيرو روجا اي نيبو
لوی یاریگه یعنی بریار بو دنابرا تیما فتوه و جهاد یاریگه هده چه کرن و ده انجام آوینا ده ایدی امنا کوکی ده کرن Also das Fußballteam und die Fans, die sie mitgenommen haben? Fan, das Team hat Football, wo haben sie Haidane und Epo? Das Team war auch Aligre, Wana. Aligre hat das Team, Taibet Team hat Football, Fetue, Damag, Juede, Kehaten, Amadekari, Wana, Jboker, Kerneke, Dishi, Kurda, Hazel. Hat das Team da Ketten Malabe und Aligre, Wana, Edi Ketten Nava Malabe, die Jehua, Adwe Mudarejit Gurten. Beshek Jeh, Ali Viali. تیم افتوه جهه خود تید گرد آلی گره وینا و آلیه دیجی تیم جهاد آبا جاری قامشلو تید رونشتن سر اساس گوگ ایدی و دست بیبک ویلیس کاوانا دست بیبک دما گوگ و دست بیبک ایدی ویلیس که دست بیبک آلی گره تیم افتوه گفر درخستن و آویتن آلی گره تیم جهاد آبا جاری قامشلو تشتی حری خوش پشتی شورش آروش آبای کردستانی پشتی در باس بونای 11 ساله دسر سر هلدانا قامشلو يا ده هزار و چارا ده دبن فكرو راماني ريبرتي ده جارك دن لهمان جيهي ديسا دنا برا حردو تيما ده ليستو كاك ده چه بو و حردو تيم ديسا بهفدور ليستن و حتى روجا ايرو افتشان بردوان ده جارا يكامين ده هزار و بازاد جوه ده مي حتى روجا ايرو حر روجا دوازده آداري حردو تيم دين ديسا الويده كي و آلي گريوانا تين دسته خودخن دسته هفدو هفدو حميز دكن و ايدي حمونا كوكي جهولي هاتن راكرا Dann vielleicht eine ganz doofe Frage. Gibt es eine Statistik, welche Mannschaft welche Spiele wann gewonnen hat? Wer ist dafür? Du bist ja der Name, wann lest du gar die nächsten Spiele? Wie sind Ali Hatem Serkati? Ahem Ali Kurdan Serkati, Ali Arabi Serkati. Beide haben gewonnen. Und ihr fängt die Pürze, geht's da ja? Nein, nein, Ulu, ja. Kamischli gewesen und das war wieder ein Kontrastprogramm der besonderen Art, kann man sagen, als wir das Fußballstadion besuchten, wo am 13. März das Massaker an den kurdischen Menschen begangen wurde und wie das insgesamt abgelaufen ist. Das hat uns doch sehr, sehr erschüttert. Und ja. An diesem Beispiel zeigt sich schön, dass diese Technik des Teilens und Herrschens, die es schon so seit vielen, vielen Jahrhunderten gibt und die Römer ja schon in der Redewendung divide et impera, praktiziert haben, dass die bis heute wirkt. Das heißt, die Herrscher müssen kommen, müssen Gerüchte sehen, müssen schlechte Stimmung säen und allerlei Hässliches über die jeweils anderen. Und schon werden die einen aufgewiegelt und sind hasserfüllt und entmenschlichen die jeweils andere Gruppe. Und es ist traurig, dass das bis heute wirkt, dass die Völker nicht voneinander lernen, auch nicht aus der Geschichte lernen. Deswegen ist es ja gerade wichtig, sich mit Geschichte auszukennen, zu verstehen, wie die Mechanismen laufen, um diese, sobald sie wieder neu praktiziert werden, zu konterkarieren und gerade mit Zusammenarbeit zu reagieren, mit Unterstützung, mit Solidarität. Es ist gut, dass das jetzt endlich, wie man an dem Fußballspielen, an den gegenseitigen Fußballspielen in Kamischlo sieht, dass das jetzt anderweitig gepflegt werden kann. Aber es hat ja auch, wie wir wissen, harte Kämpfe erforderlich gemacht. So vor zwei Wochen
Wir sind über Derek Kamischlin, Abude, dann Kobane und Raqqa und jetzt in Osaka. Du hast schon noch gekriegt. Wir hatten zum Ziel unserer Reise war ja, den Spuren unseres Sohnes nachzugehen und zu verstehen, warum er hier in Rojava seine zweite Heimat gefunden hat. Der Bischof hat auch hat da mehr Präsenz mit, wo ich mir auch so viel Zeit schicke, mir dann doch im Hatting zu Tamil, ich will daran was für Kästchen ich bo, was meine Karte wo her soll ich kann ich bebinden, ich bin was, ich bin nicht na, soll ich kann ich mir das Pulgerin, wo ich bin, kann doch was im Hand geben, kurz mein Pulgerin ich hat, wo her eine Hei, ich meine Karte wo, Tamil kann ich am Ende brav, aber ich will kurz das sehen, weil das ist wirklich lang. Ich will der Bischof Nehan Mani Ensch, wo wir die Puschinden in Meschandin, Ende von den Tabaker, Bedest Bachin, Osachiki, Brumetsche, Kurehura, Chibaki. Neschkoe, wenn ich nicht an Duke, ich gehe, ich habe eine Meditativsana, ich habe an Duke, Prosti MGP, Zachdation. Dachkrieg, ich habe eine Mausaupen, ich habe eine Mannekon, Chekana, Zuberko, der Rutter Turkin, das Wunder, ich habe eine Mannekon, ich habe eine Mannekon, ich habe eine Mannekon, ich Er sagt, dass es nicht nur bei Shit Amrok so ist, dass es leider sehr, sehr viele Gefallene gibt, die eben nicht wirklich haben, wie Leichen zu bergen. Ich habe mir auch so, ich habe mir auch so, ich habe mir Er sagt eben, dass vor allem in Afrin, in Serikani, in Gillespies, das war so, dass wir ganz oft nicht so wirklich haben, die Leichen haben, bei uns gefallen zu bergen. أنا فانا وبكنا ما أكيد حنبك الدنيا. لكن بقى زمان بقى ما نتيجة دوي ده. وعندك هواري بتربي كمان هبة. أنا مش بقول بشارة شيء. Wir glauben Ihnen, dass Sie alles getan haben, weil wir gesehen haben, wie sehr Ihnen an den getroffenen Kämpferinnen und Kämpfern liegt. Von daher wird alles, was Sie gesagt haben, auch wahr sein. Wir glauben Ihnen das. Trotzdem ist es natürlich für uns sehr schmerzhaft und wir hatten sogar in unserer Verzweiflung an den Außenminister Anthony Blinken vor rund einem Jahr geschrieben. Wir wissen gar nicht, ob wir die, es war sehr schwer, seine richtige Adresse herauszubekommen. Wir wissen nicht, ob wir die richtige dann recherchiert haben. Wir haben auch gar keine Antwort bekommen, aber wir wollten, dass sie wissen, dass wir ihre Hilfe benötigen und dass da ein deutscher Staatsbürger ist und dass da noch andere Gefallene sind, die nach Hause müssen. Der Bischof sagt, dass der Schehid nicht mehr hätte Pyrrhus ist, aber er hat sich gewohnt, der Bischof im Bauwerdik in dem Sedi Sedrusayet, und dann über Herr Bauwerdik,
dass ich kein Bechare man ja nicht mehr sagen, wo er tot hat, kann wir Chare sehr bekämpfen, so wir wissen, dass er Wesire der war ja Anthony Blinken mit Name, kein Name sind, damit du Chare bersicht nicht hat. Ja, ich schwer zu sagen, mit kurz tot hat, kann ja nicht begrüßen, wie es eigentlich so halt gar nicht gechuckt, aber Chit, das mir da hebu, mir ist auch da nicht mehr hebu, wo im Karitschen sehr schied, andere Haras. Der Bischof, mir nahm der Herrscher, keine Russe, und wir sind nicht verpeilt. Ja, wir waren, Gertier waren, Heftur, die sei, ja, wir sind Heftur. Aber, ja, die Türkei, Fitsch, ja, die Haudane waren nie, ja, die Never Creation, die Kasche Never Create, Schuss, sondern. Nein, ich nicht, der Türkei war schon das Gerüse. Jetzt, als wir auf dem Friedhof in Kobane waren und am Abend vor Nevros so viele Leute gekommen sind, um die Lichter anzuzünden. Weißt du, ich bin mit dem Gedanken gekommen, ich zünde die Lichter an von denjenigen, die keine Verwandten haben und niemanden haben, der ihnen ein Licht anzündet. Und es waren alle angezündet. Alle Gräber wurden umsorgt, alle Gräber werden gepflegt. Zwischen manchen Gräbern waren sogar auch Rosen angepflanzt. Ich hatte das Gefühl, auf diesem Friedhof kommen alle zusammen, um sich wie eine Familie zu fühlen. Und das ist eben auch eine herausragende Leistung, die wir so in Deutschland nicht kennen, dass die Familien der Shehids zusammenkommen, dass sie sich umsorgen, dass sie sich trösten, dass sie versuchen, sich gegenseitig zu helfen und Kraft zu geben. Auch in ganz praktischer Art und Weise. Es ist gut, das mit eigenen Augen gesehen zu haben. Klar, habe ich schon mal was darüber gelesen, aber das dann so selber erleben zu können, beziehungsweise erfahren zu können, das war für mich besonders. Das muss ich auch jedem erzählen. Da können wir nur dankbar und demütig sein, dass wir daran teilhaben durften. Und ein bisschen spüren wir vielleicht, dass wir auch Teil der Familie sind. Na treffen he wale khoe gertie ke frische ke permezene. Anton Leschek war ein Freund von Shehid Sana war ein Freund von Konstantin Ryan Locke und Shehid Behvedan und Shehid Robin waren auch in seiner Einheit. De wisene ha Shehid Sana auge he wale Shehid Anrapur. Und Shehid Behvedan und Shehid Robin der eine Tabure davon, ja, die Behebräer.
Viele, die hier an der Seite der Menschen in Nordostsyrien mitgekämpft haben. Das ist ganz gelebte und leider auch gestorbene Solidarität. Aber sie lebt ja dann trotzdem auch weiter.